Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed 2. Wir waren stehen geblieben mitten im Casino bei Cartoon Emodia und heute befreien wir unseren guten alten Kumpel Ron Coater. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So, ich habe auch meine Lichtschwertfarbe geändert in grün, liebe Leute. Denn beim letzten Mal hatten wir die weißen Lichtschwerter freigeschaltet und wir hatten die eigentlich die ganze Zeit gespielt. Deswegen habe ich mir gedacht, come on, grün it is. Wir werden ja bestimmt noch ein paar andere Lichtschwerter finden. Von daher, irgendwann werden wir schon noch was anderes haben. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen hier die Stormtrooper zerkloppen. Juhu! Ich bin fast entfesselt. Lassen Sie mich entfesseln, bitte. Lassen Sie mich entfesseln. Komm, Droide, bringst du mir was? Nein, ich bin nur noch ein Ritter. Ich werde weiter degradiert. Ich mach den Anakin. Es ist ungerecht. Was passiert denn hier? Oh, Vision. Haben wir auch gelernt beim letzten Mal. Ah, oh, das ist so ein Rätselraum. Ihr wollt mich beim Rätseln stören? So aber nicht, meine Freunde. Oh, da hinten wartet irgendein Dicker auf uns. Ich sehe das doch schon. Aber nun gut, wir gehen erstmal rätseln. Doch, jetzt werden wir hier abgeschossen. Mitten beim Rätseln. Das ist aber nicht sein... Oh, das ist so ein... Komm, wir nehmen das Schild weg. Es hat nicht geklappt. Ich wurde einkarboniert. Leute, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich habe keine Macht mehr. Wie mache ich denn den jetzt? Wir müssen ganz kurz warten, glaube ich. Okay, das Schild haben wir. Jetzt geht's drauf da. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, ich glaube, der Nahkampf ist nicht... Boah, fuck, der gibt mir eine richtig dicke Schelle hier mit. Nein, ich will einfach weg von ihm. Ich will nur weg. Das Glücksspiel, es hindert mich daran. Ihr seht es, liebe Kinder, das Glücksspiel ist es einfach nicht. Glücksspiel ist immer nur schädlich. Junge, warum hält denn der so viel aus? Aufgepasst, hinter mir ist er jetzt irgendwo. Ne, der kommt ja gar nicht mit. Der ist ja super langsam. Der ist selber glücksspielsüchtig geworden, der Droide. So, schocken ist es nämlich gegen die. Siehst du, da zerplatzt er einfach. So, und jetzt wird hier erstmal weiter gerätselt. Come on, gib mir was Cooles. Oh, Lichtschwertkristall freigeschaltet, gelber Kristall. Dann machen wir mal halt gelb. Gelb-grün, Ahsoka Tano-Style. So ein bisschen zumindest, ne? Ja. Naja, ne, da fehlt irgendwie das, ich weiß, das eine Schwert ist kürzer und es ist nicht so ein richtig knalliges Gelb. Und jetzt hör doch mal auf zu haten, Mensch. Ich hab doch hier nur mal versucht, eine Connection zu machen. Weiter geht's, liebe Leute, weiter geht's. Wir lassen uns, guck mal, das ist hier einfach, das ist einfach der Gang der Spielsucht, Leute. Die wollen uns einfach in die Spielsucht treiben. Die wollen auch einfach gucken, ob Starkiller willensstark genug ist. Ist er willensstark genug? Oh, schick. Oh. Ist er willensstark genug der Spielsucht? Für immer zu widerstehen oder eben nicht. Sind schon viele Leute in die Spielsucht gefallen. Ja, toll. Besonders Meister Kenobi, der das häufigeren Mal in der Toshi-Station sein ganzes Geld verzockt hat. Scheiße! Aber das ist eine andere Geschichte. Da ist ein Arknord! Oh, der repariert da Sachen. So, komm mal her, Arknord. Setz dich mal ganz kurz dahin. Der guckt ganz schön böse. Ich will dir gar nichts wehtun. Es war die falsche Taste. Es war die falsche. Ich wollte blitzen. Weiter geht es. Der Arknord ist in Sicherheit, liebe Leute. Ihr habt es vielleicht nicht richtig gesehen. Es sah vielleicht so aus, als wäre er umgefallen und dann ist er verschwunden. Aber in Wirklichkeit. Leute, ich bin ein Freund der Arknords. Ich war immer schon Freund der Arknords. Ich habe dir noch nie Böses gewollt. Au. Oh, was kommt jetzt? Unten haben wir einen Balken. Müssen wir jetzt krass abwehren oder so? Geil! Oh, solche Sequenzen feiere ich. Das ist cool gemacht. Und da wartet schon die Verstärkung auf uns. Jetzt protzen sie aber. Hat er meinen Weg kaputt gemacht oder was? Die Macht ist mit mir! Geil! Oh, cool! Oh, ich höre schon die Arena. Oder? Ich habe eben so einen Jubel gehört. Jubel! Ja, nicht den Jubel. Ich meinte schon richtigen Arena-Jubel. Aber gut, wir werden es ja sehen. Ach nein! Oh nein, Leute, es wird... Da oben ist was, ich sehe es. Scheißdreck. Die Kamera ist mein Feind. Und ein mächtiger Feind ist sie.
Na, da oben ist noch was. Yes, geschafft, okay. Jetzt noch den Sprung da ganz hoch, da irgendwie hin. Warum? Warum muss ich das jetzt blind machen? Das ist so dämlich. Ich kann die Kamera nicht drehen. Alter, also da müssen sie es aber auch extra schwierig machen, ne? Okay. Aber haben wir. So langsam könnte hier aber auch mal die Arena kommen. Hast du eine Ahnung, wo diese Arena ist? Ich habe mich hier anscheinend verlaufen. Aber das ist gar kein Problem. Denn Starkiller wird sich so weiter hier durchschnetzeln, bis die Weltbevölkerung tot ist oder ich diese Arena gefunden habe. Und wenn ich dafür alles tun muss und jeden hier umbringen muss, selbst General Kota. Um ihn zu retten, aber naja, ne? Ist halt irgendwie so ein Ding. Sag mal, warum ist denn der so krass? Aber es ist nur der eine hier. So, dann kommt jetzt erstmal das hier. Das war ein meisterlicher Meister-Move. Der war ja super gut. Er darf nicht weiterkommen. Findet die Sprengladungen an der Tür. Mitten im Satz. Auch überhaupt keinen Sicherheitsabstand gehalten. Okay, was passiert jetzt? Da, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Okay, das haben wir. So, vielleicht hilft uns da die Sicht. Nee, irgendwie nicht. Das hier? Bringt das was? Nee, auch nicht. Ach, hier muss man das machen. Okay. Ah, ja gut, hätte man drauf kommen können. Ne? Ist halt so ein bisschen kaputt. Agnots, guck mal. Ach Mann, die halten aber auch nichts aus. So, noch mehr Agnots? Nee, auch schade. Habt ihr euch verlaufen? Der verspottet mich auch schon, weil ich keine Ahnung habe, wo ich... Lichtschwertkristall! Wie komme ich da ran? Verrat es mir. Ich darf jetzt irgendwie nicht aus Versehen weitergehen oder so. Ich muss unbedingt diesen Kristall kriegen. Boah, shit, Alter. Ich habe jetzt gerade richtig dicke Schaden genommen, weil ich in das Feuer gegangen bin. Das war gar nicht mal so gut anscheinend. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können, dass mir Feuer Schaden macht. Woher soll ich das denn wissen, ne? Also das ist auch wieder so ein typisches Ding, das mir das Spiel einfach nicht Bescheid gegeben hat. Nee, ist natürlich Spaß. Kann ich das einfach so ausmacht schuben? Das nur Darth Vader? Wie komme ich da hin? Ah. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie so ein Zeug da reinwerfen. Da oben ist doch was. Was ist das? Ich versuche da jetzt aber nochmal reinzudashen, ne? Also die wollen mich doch verarschen. Was? Hä? Junge, ich guck hier irgendwie rum, ob es hier irgendwelche Schalter gibt und werf da Kisten rein und... Ich bin wieder sauer. Jetzt wird meine Wut wieder an euch ausgelassen hier. Die stecken es einfach weg. Was ist das denn? Seit wann könnt ihr denn meine Blitze einfach so wegstecken? Wie viel brauche ich denn eigentlich noch, damit ich meine Blitze aufs Maximum boosten kann? Ah, die Hälfte haben wir schon, okay. So, und ein neuer Kristall. Der Kaibur-Energiekristall verstärkt den Machtschub und den Machtrückstoß, sodass beide Fähigkeiten mehr Schaden bewirken. Nehmen wir mit. Ihr verschwendet Zeit, während euer kostbarer Jedi-Freund in meiner Arena leidet? Ja, das, ne, ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, finde ich. Kann halt mal passieren. Ist halt Kotas Ding, ne? Ich mache hier mein Ding und Kota macht sein Ding, würde ich sagen. So, da haben wir doch schon was. So. Komm her, du. Nimm mal gleich dein Schild wieder weg. Oh ja, so in engen Räumen ist es aber auch echt... Ist es aber auch echt eine miese Nummer mit denen. Okay, die haben wir trotzdem weggehauen. Das ist gut. Und Agnots, komm nochmal. Das ist richtig cool, dass man hier immer belohnt wird, wenn man welche besiegt hat. Ey, dann kommen immer nochmal so kleine Agnots, die eigentlich... Die werden doch einfach nur reingeopfert. Wer würde denn hier arbeiten wollen, wenn man einfach nur reingeopfert wird? So, und jetzt geht's aber endlich mal zur Arena und dann retten wir den ollen Kota, oder? Ah, es sieht endlich so aus, als wären wir da. Perfekt. Schönen guten Abend. Schickt den Gorok. Aber, mein Lord, die Arena-Absperrung. Sie wurden noch nicht getestet. Öffne das Gorok-Tor. Sofort! Setz diese Runde ruhig aus, General. Bei der Macht. Ich wusste, dass du lebst. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Oh, yes. Junge. Ah,
Okay, Leute, ich bin gespannt. Der Gorok. Wir sehen schon die zwei Lebensbalken. Wir müssen gegen seine Hände erst einmal kämpfen, weil der so riesig ist und so groß. Ich glaube, wir müssen... Der hat mich getroffen. Ich dachte, wir wäre ausgewichen. Okay. Wir müssen erstmal ausweichen und dann irgendwie seine Hände verletzen. Können wir den mit den Blitzen treffen? Ich weiß nicht. Okay, jetzt auf jeden Fall. Ja, ich mach ja, Kota. Ich mach ja. Es bleibt spannend. Ich fand den Kampf immer richtig, richtig cool. Wow. Aber tatsächlich auch ein bisschen lang in der anderen Version. Ich bin gespannt, wie sie ihn hier umgesetzt haben. Aber geil. Wow. Mann, ist der schnell. Aber geil inszeniert auf jeden Fall. Wie das Publikum auch einfach nur so aus Hologestalten besteht. Ist ja super. Ja, ich versuche ja die Hände anzugreifen. Okay, eine habe ich. Und jetzt? Wo soll das ran? Ah, ach so. Ja, natürlich, natürlich. Er sieht aber auch cool aus, muss man sagen. Irgendwie von der Gestaltung her. Schon ein geiles Wesen irgendwo. So, come on. Was mach ich? Jetzt kommen erstmal normale Gegner. Die werde ich erstmal locker wie sie platt machen hier. Der ist ja abgelenkt oder was? Der greift dann dauernd an seine Ketten da hinten. Ah, die halten aber auch gut was aus hier. Kann ich ihn irgendwie wegblitzen oder so? Muss ich ihn mit den Leuten abwerfen? Oh, was? Was tust du da? Halte dich von dem Ding fern. Ich wusste es ja nicht. Ich habe ihm aber Schaden gemacht dadurch. Aha, Hilfe! Nein, habe ich noch voll hingeworfen. Okay, jetzt können wir ihn auf jeden Fall attackieren. Also mit den Blitzen, das scheint ja zu klappen. So, versuchen wir es mal zu werfen. Nee, das klappt nicht. Ah, Mist. Hier kann man nochmal mit den Blitzen drauf. Jetzt treffe ich wieder nicht. Jetzt treffe ich wieder nicht. Aber jetzt holen wir uns die Hand. Zack, 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 zack. Ich weiß. Muss ich nur anketten. Okay. Puh. Boah, das ist cool. voll auf die Stirn so runtergeknallt. Geil. Oh mein Gott. Oh, ich dachte schon, wir schneiden ihn ins Auge rein. Oh. Es tut ja beim Zuschauen weh. Alter. Oh oh. Ich dachte schon, ich wäre tot. Ich dachte, ich habe jetzt direkt verloren. Was passiert denn jetzt? Habe ich die Phase einfach verkackt? Nee. Okay. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich sollte hier einfach durchdashen. Kann das sein? Einfach durch? Oh, hier ist irgendein Energietor. Muss ich erstmal die Feinde besiegen? Ich darf wahrscheinlich aber nicht an die Fensterfront, wo er steht, oder? Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Der wird da ja irgendwie einfach immer mal wieder durchgreifen, denke ich mal. Aber vielleicht können wir ja den einen oder anderen von den Leuten dahin schieben. Hier, guck mal, da. Geh du da mal hin. Da, schnapp ihn dir. So, nochmal, warte. Hier, Gorok. Okay, ich glaube, das ist eine gute Taktik. Einfach durch, Leute. Dann am Ende hier erstmal alle wegklatschen, bevor der Gorok da irgendwie durchgreifen kann. Der Gorok natürlich so ein Ding, das haben die total aufgezogen mit dem Spiel hier. Gab es damals auch im Promomaterial so geile Trailer, wo man den schon sieht, wo auch so ein Rancorn als die große Bestie im Star Wars-Universum, wo er die einfach locker so wegklatscht und viel riesiger ist. Ist natürlich die Frage, ne? Ist größer immer besser irgendwo? Eigentlich würde ich sagen, nein. Aber, naja. Du hast deine Aufmerksamkeit. Sie evakuieren die Arena. Geil! Ihr habt mich dazu gezwungen. Ich gucke mich hier ganz kurz nochmal um, ob wir hier nicht irgendwo noch ein Kristall oder sowas haben. Das würde mich jetzt ärgern. Ich habe die Kristalle, die kann man manchmal doch echt verpassen, muss ich sagen. Was ich ein bisschen doof finde. Ich mag das nicht, wenn man Farben verpassen kann. Diese anderen Kristalle, okay. Dass ich dann irgendwie einen verbesserten Schlag habe oder sowas, das wäre natürlich trotzdem cool. Ich merke das schon. Der Baron ist wütend. Der wird noch leiden, Leute. Der wird noch richtig leiden. Den werde ich noch erwischen, den dreckigen Baron. Da geht das Fenster auf. Huch, da ist er ja. Okay. Okay. Wir können das Ding nicht bändigen. Wir müssen es außer Gefecht setzen. Ja, sag mir wie. Das ist eine hängende Stadt. Sieh mal, was du mit den Pfeilern machen kannst. Aber dann würde hier doch alles einstürzen. Hast du eine bessere Idee? Im Moment nicht. Ja, ich habe auch keine bessere Idee, aber... Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Aber lustig, wie Kota so Nein ruft. Oh nein! Okay, schauen, was ich mit den Pfeilern machen kann. Ach, ich kann die selber kaputt hauen. Ich dachte erst, ich muss die irgendwie von ihm kaputt schlagen lassen. Aber gut. So, komm noch einmal. Und jetzt den Lichtschwertwurf und... Oh, das war schon.
kommst gerade rechtzeitig. Wie könnt ihr es wagen? Oh. Oh. Nein, nein, nein! Kota! Du warst nicht zufällig ein Ausweg, oder? So weit hatte ich nicht vorausgedacht. Cool. Tschüss, Gorok! Hoffentlich erreicht sie uns rechtzeitig! Geil! Das war eine Rettungsaktion, du. Sehr gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich mal den Cut rein und machen beim nächsten Mal dann an der Stelle weiter. Ich fand den Kampf richtig cool. Hat auf jeden Fall ein ganz anderes Pacing als bei der Version, die ich kenne. Da ist man am Ende sogar noch bei diesem Absturz, muss man noch steuern und ihn dann noch mit Lichtschwerten bewerfen und so. Ist auf jeden Fall nochmal ein geileres quasi Finale des Kampfes, aber war auch nicht schlecht hier auf der Version. Vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.